Schönen guten Abend. Ja, ich weiß, ich sehe furchtbar aus. Ganzen Nachmittag den Helm aufgehabt. Warum? Ich habe einen kleinen Motoblog gemacht und bin mit der DJI Spark runter zum Innenkanal. Ich wollte mich schon seit längerer Zeit mal eine schöne Aufnahme vom Innenkanal machen, nur es gibt nahezu nirgends einen Ort, wo ich gesehen hätte in der DFS-App, dass man dort auch fliegen darf. Heute Nachmittag habe ich, glaube ich, einen kleinen Spot gefunden, wo es scheinbar möglich ist. Da werde ich auch die nächsten Tage irgendwann mal nochmal unter der Woche hin. Jetzt am Sonntag heute war extrem viel los mit Fahrradfahren. Da wollte ich niemanden stören. Okay, hier die Ergebnisse. So, Modelle. Einen kleinen Sonntagsausflug mit der Drohne machen. Die habe ich schon im Gepäck. Machen wir uns mal ein kleines bisschen auf. Ich war gerade eben schon unterwegs und habe beide Motorräder nochmal komplett aufgetankt nach der Aktion gestern. Und weil wir gestern Öl nachgefüllt haben, heute nochmal nachkontrolliert, ob der Ölstand auch stimmt. Und sieh da, alles wunderbar gelaufen. Ja, Sonne scheint, aber es ist ein bisschen diesig, also Alpen werden wir von hier aus heute nicht sehen. Ich bin mir auch gar nicht sicher, wo genau ich eigentlich hinfahren soll zum Fliegen. Wir haben hier so verdammt viele Naturschutzgebiete, wo man einfach nicht fliegen darf. Sehr schade und ein bisschen nervig. Schon gescheit diesig. Man sieht nicht mal einen Glatzberg von hier. Das sind nur 5 Kilometer. Sehr komisch. Jetzt habe ich hier eine schöne Seitengasse gefunden, ganz nah am Innenkanal. Über den Innenkanal darf ich leider nicht fliegen. Aber ich könnte ja mal versuchen, ob ich mich hier irgendwo wenigstens in die Nähe ranpirsche. An die Nähe ranpirsche. Weil von oben sieht man ja dann doch schön, ohne dass ich drüber fliege. Ich muss ja nicht genau über den Rand fliegen. Aber das wäre durchaus eine Aufnahme, die ich ganz gern hätte. Schauen wir mal, ob es da vorne nochmal links abgeht. Wenn nicht, dann starte ich hier irgendwo. Ich glaube, wir starten von hier. Feldweg. Ich parke immer so ungern auf Feldwegen. Also der Seitenständer manchmal nicht sauber hält. Aber der hier wirkt einigermaßen stabil. Das ist das, was ich an der Spark so toll finde. Einfach, man hat dieses kleine Mini-Umhängetäschchen, das man entweder in den Rucksack mit reinpackt oder einfach schnell umhängt, eben wenn man mit dem Motorrad unterwegs ist. Und kurz reinlangen, zack, Drohne fertig, startklar. Mehr ist es nicht. Das finde ich schon immer sehr top. Genau, Ersatzakku hat man auch noch mit dabei. Vielleicht noch Tasche für ein paar andere Sachen, ein paar Kabel, was man so braucht. Gut, dann setze ich mal den Helm ab und machen wir startklar. Innen ist da drüben, also der Innenkanal. Und dann schauen wir mal, dass wir hier am Feld relativ hoch raufkommen, so die 100 Meter. Und dann können wir so runterfilmen. Und stören wahrscheinlich auch niemanden.
hat ganz gut geklappt. Ich habe mit der DFS-App natürlich nochmal gecheckt, wie es aussieht mit dem Fliegen. Und was mich total überrascht hat, der Innenkanal davon bleibt grün, also auch wenn ich die Position auf den Innenkanal setze. Dann sagt er mir, Flug ist okay. Mit Drohne, Mini-Drohne bis 2 Kilogramm, Höhe und Weite jeweils 100 Meter. Überhaupt kein Akt, auch die ganzen Felder hier außen rum, egal wo ich hingetappt habe, nirgendwo ist eingezeichnet, dass man nicht fliegen dürfte. Und dann hätte ich jetzt einfach mal pauschal gesagt, die DFS muss es besser wissen als ich. Ich dachte, ich darf generell nicht über Wasser fliegen oder über Wasserwege. Naja, gut, es ist ja kein Wasserweg. Es ist nicht so, dass irgendwie Schifffahrt oder sonst was erlaubt wäre auf dem Innenkanal. Ich glaube, da darf man nicht mal mit dem Paddelboot durch. Da, ich weiß nicht genau, ich glaube, da ist so richtig der Innenkanal, also nicht der Innen, sondern der Innenkanal. Da glaube ich, ist so richtig verboten, dass man da mit irgendwas drauf rumschippert. Von daher ist es kein direkter Wasserweg, möchte ich jetzt einfach mal so behaupten. Aber es ist interessant. Also vom Inn weiß ich, da habe ich schon öfters geguckt. Der Inn selber ist überall rot eingezeichnet, also fast überall rot eingezeichnet. Und den ganzen Apps, weil Naturschutzgebiet und. Aber naja, hilft ja nicht, ne? So, dann haben wir glaube ich nichts vergessen. Drohne ist wieder eingepackt. Helm haben wir auf, Handschuhe sind an. Die haben wir uns gut erzogen. Geht's wieder. Über einen kleinen Umweg zurück nach Hause. Cool. Muss ich unter der Woche mal her? Weil jetzt am Sonntag war halt auch extrem viel los am Inn. Und ich möchte die ganzen Fahrradfahrer und Fußgänger da jetzt nicht nerven mit dem Gezirpe oben drüber. Die Spark ist zwar leise, aber gar nicht mal so leise, wie ich es mir erhofft hätte. Muss mal schauen, ob es da vielleicht leisere Rotorblätter noch gibt. Zumindest für die Mavic Pro gibt es auch leisere. Die haben nicht viel gebracht, aber ein bisschen was. Mal schauen, wäre ja vielleicht eine coole Sache. Weil ich auch immer mal wieder die Frage bekomme, wie es ist mit der Empfangsleistung von der Spark im Vergleich zur Mavic. Also ein direkter Vergleich ist eigentlich ein schlechter Scherz. Das lohnt sich nicht. Natürlich kommt die Mavic viel, viel weiter. Aber, und jetzt kommt mein großes Aber. Punkt Nummer 1. So weit wie die Mavic fliegen kann, dürft ihr ja auch gar nicht fliegen, denn ihr müsst auf Sichtweite fliegen. Und ganz ehrlich, egal ob Spark oder ob Mavic, egal ob in Knallrot oder in Neongrün, alles egal. Wenn ihr mit diesen Drohnen mal 100 oder 200 Meter weg seid, dann dürft ihr das Display vor euch, also das Telefon, eigentlich gar nicht angucken. Weil bis ihr dann die Drohne am Himmel wieder ausgemacht habt, also das würde ich mal nicht auf Sichtweite fliegen nennen. Sichtweite heißt, ich nehme Kopf hoch und sehe die Drohne irgendwo. Ja, kann sofort identifizieren, wo sie ist. Wenn ich erstmal suchen muss und dann das Display nochmal bemühen muss, um zu gucken, in welche Richtung ich eigentlich gucken muss, damit ich überhaupt eine Chance habe, das ist nicht Fliegen auf Sichtweite, wenn ihr mich fragt. Das ist meine persönliche Meinung. Und klarer Fall von, also nach dieser Definition von Sichtweite kann man mit ruhigem Gewissen sagen, dass man die Spark auch so weit fliegen kann, wie man sie auch sehen kann. Wird zwar dann ab und an mal kleine Videoaussetzer, aber das Video, das ich auf der SD-Karte aufzeichne, ist davon ja unberührt. Da bleibt die Qualität absolut spitze. Von daher, für jeden, der das nicht irgendwie professionell macht, glaube ich, lohnt es nicht zwingend, die Mavic zu kaufen. Da wäre ich, müsste ich jemandem eine Drohne empfehlen, dann wäre ich eher ein Fan von der Mavic Air, die auch das, die auch ein Wi-Fi verwendet, anstelle von einem proprietären Netz. Und auch nicht ganz so weit kommt wie die Mavic Pro und so weiter, aber sie wäre eben auch so schön klein und hätte eine höher aufgelistete Kamera. War's auch schon. War ja sehr kurz, nicht viel los gewesen, aber ja, darf auch mal sein.